Sie tun? Ja, guten Morgen. Ich habe hier so ein, wie heißt das? Ein TV-Programm, dass ich was gewonnen habe. Ja, so ein Geschenkcode, ja? Ja, genau. Mir ist das Wort gerade nicht eingefallen. Ich komm grad, kein Problem. Ich komme gerade vor der Nachtschicht zu Hause. Aber da ist da eine schöne Neuigkeit. So, dann haben Sie eine Glücksnummer. Nochmal was? Eine Registriernummer, eine Glücksnummer haben Sie. Ja, GLÜ 6629. 6629. Da haben Sie, also es geht ja hier um die 100.000 Euro, die wir noch verlost werden, ja? Das ist rattenstark. Ja. Und wie ist denn Ihr Vorname? Nochmal. Wie ist denn Ihr Vorname? Roland. Und der Familienname? April, wie der Monat. Wie der Monat geschrieben, ja. Herr April, die Postleitzahl. Nochmal, was soll ich machen? Die Postleitzahl. Von mir jetzt, ja? Ja, Ihre Anschrift, genau. Ja, das ist 25813. Und die Straße? Das ist in Husum. Das ist hier an der Nordseeküste. Ja. Und das ist ja. Nochmal was? Die Straße. Achso, ja, das ist die Süderstraße. Nummer? Boah, 111. 111. Ja, das ist einfach so. Und Ihr Geburtsdatum ist der? Ist der 8. Mai. 76. Der 8.5.76. Das ist einfach so. Das sag ich immer. Ne? Das ist einfach so. So, und das war bei Ihnen die Süderstraße, ja? Ja, klar. Gut, dann werden Sie im Gewinnfall benachrichtigt. Da haben Sie ja das beste Wetter jetzt für die Nordsee, was? Ja, ja, das ist einfach so. Das ist aber nur, weißt du, bist du die ganze Nacht auf dem Kutter? Ne? Oder kommst du nach Hause und kannst pennen, Alter? Oh. Ja. Ja, ich bin Kapitän zur See. Aha. Ich brauche aber mal noch Ihre Telefonnummer mit Vorwahl. 0? Ja, das ist gar kein 0171. Hm? 83. Hm? 404. 91. Da sind Sie ja jede Nacht unterwegs, oder? Naja, nicht immer. Hm. Nur wenn es auslaufe Flut ist, Alter. Das ist einfach so. Ja, aha, okay. Und da können Sie jetzt noch gar nicht schlafen, wenn Sie aus der Nachtschicht kommen? Nee, wir haben die ganze Nacht, es war heute, es hier vom, wir haben ja im Prinzip hier, das, Sie sehen es ja, galaktische Strömung zwischen den Weltmeeren, ne, das war heute Nacht nicht so gut, das ist einfach, wir haben keine Krabben erwischt, ne, und dann haben wir, also er ist der Smoothie ist von Bord gegangen wegen Magen-Darm-Grippe, ne? Das heißt, wir haben selber das Essen machen müssen und wir haben dann den Azubi so weit abgefüllt, dass der den Schnapsschrank aufgemacht hat. Der hatte den Schlüssel anvertraut bekommen. Und ich, das war die geilste Nacht überhaupt. Wir haben dann um 4 Uhr morgens haben wir Mann über Bord gespielt. Ey, das hat so einen Spaß gemacht. Ja? Ja, das ist einfach so. Das war die Mutprobe für den Neuen. Wir haben gesagt, der muss jetzt über die Planke gehen. Hm? Wie bei den Piraten, Alter. Aber das ist einfach so. Weißt du, bei denen Dieselkosten, Alter, da lohnt sich das mehr, einen auf Pirat zu machen und irgendwelche Touristen zu überfallen, als ehrlich arbeiten zu gehen. Das ist einfach so. Naja, aber Touristen überfallen. Naja, die haben die Kohle. Ey, wenn die hier nach Süd fahren, dann können wir denen auch mal zapp, zapp, da die Sache so bestellen. Das ist einfach so. Och Gott. Ja, man muss ja gucken, wo man bleibt, ne? Naja, aber andere Leute bestehlen, das ist doch, macht man doch nicht. Nein, das ist ja Umverteilung der Reichtümer. Das macht man nicht. Nein, ja, es ist ja auch. Es ist ja nur ein Gedanke. Ja, aber manchmal setzt man den Gedanken auch in der Tat um, ja? Nee, ich glaube, so besoffen wie ich mein ganzes Leben noch nicht. Ich glaube, da weiß ich nachher alles gar nicht mehr. Ach so. Das ist einfach so. Ich bin ja eigentlich der Kapitän, aber heute Nacht war ich der Schiffsjunge. Das ist einfach so. Okay. Haben Sie mal die Rollen getauscht?
Ja, mehr oder weniger freiwillig, weil wir hatten da ja ziemlich einen Disput, der ist ja fast in einer Meuterei geendet. Und bei den Piraten, da war das ja früher so, das wissen ja die wenigsten Leute, die nicht zur See fahren. Das ist ja basisdemokratisch gewesen. Der Kapitän, ne, der konnte ja zu jeder Zeit abgewählt werden. Da kannst du ja mit der Merkel und mit dem Schröder konntest du das ja nicht machen. Die haben gemerkt, dass sie kein Schwein haben will, aber die sind trotzdem da geblieben. Ja, das stimmt. Oder wie bei Putin, Alter, das ist einfach so. Stell dir mal vor, Russland würde den Piraten gehören. Da wäre das alles kein Problem. Der wäre abgewählt worden. Also ich wäre am liebsten Quartiermeister, ne? Das ist einfach so. Herr April, Sie sind aber noch mit in unsere Zusatzrunde gekommen. Das Ganze nennt sich Profit und Rente. Startet ab dem 15.09., geht für zunächst 3 Monate. Ja, das ist doch gut. 3 Monate auf offener See, Alter, das brauche ich jetzt einfach. Spielen Sie täglich mit 100 Tipp rein, haben 3000 Gewinnchancen im Monat auf die Rentenmillionen und zusätzlich jeden Samstag mit Ihren Zahlen können Sie auch noch alleine gewinnen. Und im Gewinnfall der Rente bekommen Sie eine monatliche Rente in Höhe von 4000 Euro. Die wird 20 Jahre lang ausgezahlt, ist steuerfrei, vererbbar, übertragbar an Kinder, Enkel, Urenkel. Ja? Ich habe aber gar keine Urenkel. Zumindest nicht, dass ich es wüsste. Aber das ist bei uns Piraten ist das ja nicht ganz so offensichtlich immer, ne? Und einen Sofortgewinn, wie gesagt, in Höhe von 40.000 würden Sie im Gewinnfall auch noch bekommen. Sie nehmen auch noch an der Verlosung teil. Hier werden noch gibt es noch Kleingewinne von 50 Euro bis 10.000 Euro. Und diese Gewinnchance garantiert Ihnen die exklusive Vorteilskarte Profit und Rente, die ich dann für Sie ausstelle. Und da haben Sie bei namhaften Unternehmen Online-Rabatte bis 35%, wenn Sie Ihre Einkäufe vor Ort tätigen, 5% Rabatt und Sie haben noch einen Tankrabatt, 5% auf jede Tankfüllung, maximal 300 Euro im Monat. 1,66 Euro, 49,90 Euro, das Ganze geht 3 Monate. Ja? Ja. Sie dürfen mir mal 7 schöne Glückszahlen nennen von 1 bis 49. Welche darf ich denn für Sie eintragen? Also wir brauchen jetzt die Koordinaten, ja, für die Kapperfahrt. Ich bräuchte Ihre 7 Glückszahlen. Ja, klar. Ich muss nur gerade überlegen, wann Admiral Nelson einen Geburtstag hatte. Aber ich glaube, das fällt mir heute nicht mehr ein. Das war ja der bei Trafalgar Napoleon fertig gemacht hat. Ne? Den großen Dieb Europas, hat die den ja genannt. Das ist auch, der war ja ein legitimer Pirat. Ne? Der hat einfach gesagt, Alter, mir gehört jetzt das Land, ich mache einen auf Pirat. Das ist einfach so. Welche Zahlen darf ich denn für Sie eintragen? 7 Stück. Das ist ja total Überforderung. Das ist einfach so. 1, 2, 3. Ach, Sie können doch querbeet nehmen. Wollen Sie schon mal die 8 und die 5 nehmen? Das Geburtsdatum? Ja, das ist eine piratenstarke Idee. Das ist einfach so. Und die 46 nehmen wir, das Alter? Ja, erinnern Sie mich ruhig dran, dass ich schon ein alter Sack bin. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich kann das heute wirklich verkraften. Mit 46 ist man noch blutjung. Ja, erzähl doch mal, wenn du hier den Mast in den Ausguck aufentern musst. Mach das mal mit 46 Jahren. Da bitte ich drum. Ich bin christlicher Seefahrer. Ja, das ist einfach so. Dann nehmen wir noch die 2022, also die 20 und die 22. Die 20 und die 22 und noch 2 Zahlen. Ja, heute ist ja das Jahr der Piraten. Ne? Wir brechen zur Grand Line auf und werden den größten Schatz der Welt ausgraben. Ja, was nehmen wir? Die 17? Und noch eine. Die 1. Weil es beginnt ja, jede Kaperfahrt beginnt ja mit dem ersten Schritt. Ne? Das ist richtig, genau. Das ist ja ein Naturgesetz. Oh, das wird eine gute Mission, wird das. Herr April, für die Unterlagen müsste ich eintragen, die IBAN-Nummer oder Kontonummer, Bankleitzahl. Ja, also wir haben ja im Prinzip den 7. Oh, ich krieg das alles nicht mehr. Wir haben den 7. Anlegeplatz hier am Husumer Hafen, Alter.
kommst du da, wenn du da nachher hinkommst, dann kriegst du auch sein Kaperbuch. Nee, ist einfach so. Ich müsste aber die Bankverbindung mit eintragen. Die IBAN-Nummer oder Kontonummer? Nee, wir machen das ja schwarz, Alter. Das kommt ja die Royal Navy, Alter, und will ihre Anteile haben. Das funktioniert nicht. Das läuft alles, also sie kriegen alles zugeschickt und die Rabattbeträge bekommen sie aufs Konto und der Betrag wird vom Konto, vom Girokonto gebucht. Also es hört sich an wie damals auf den Piraten, weißt du, die haben ja keinen Lohn gekriegt oder irgendwas. Das ist ja, die haben ja einen Anteil von der Beute gekriegt. Und da war das ja sogar so, wenn du ein Auge oder einen Arm verloren hast, Alter, gab es eine Entschädigung dafür. Das Doofe war aber, die haben halt auch nur verdient, wenn die andere Leute hops genommen haben. Aha. Okay. Ja, aber was willst du machen? Das kommt ja nicht von alleine. Das ist einfach so. Also, es ist ja das Bermuda-Viereck, ne? Da ist ja. Und der Pennymarkt an der Reeperbahn. Das sind die gefährlichsten Zwischenstopps, die dem Kapitän zur See begegnen können. Und da ist das halt, also bist du denn selber, wenn wir dann nachher aufbrechen, bist du eher eine Muskete oder eher am Säbel ausgebildet für den Nahkampf? Gut, die Aktion, die 3 Monate, probier mal zweimal. Dann müsste ich aber die Bankverbindung mit eintragen. Ja, wir haben hier das Piraten-Treuhandkonto. Alter, Schweizer Bank, Alter, das ist einfach so. Herr April, dürfen wir Sie natürlich jederzeit widerruflich mal anrufen, wenn wir interessante Angebote haben für Tageszeitungen oder Zeitschriftenabos? Ja, also ey, guck, wenn wir schon Rollenspiele machen, Alter, auf dem Schiff gibt es kein Telefon, da musst du eine Brieftaube schicken. Ja, dann schickt man einen Tauber. Hat die auch eine Augenklappe, die Zaube? Sie, an der Nordseeküste. Am Piratenstrand ist der Rummel in Fässern und in meiner Hand. Ahoi! Ja, komm, du musst mitsingen, Alter. Ich hab so eine Lust zu singen. Was ein ehrenloses Pack! Ja, hallo, hier ist der Roland, Kapitän zur See. Ich hab grad mit einer Kollegin gesprochen und da war die Verbindung weg. Die müsste ich doch mal haben, bitte. So, jetzt muss ich erstmal schauen. Sagen Sie mir erstmal Ihren Namen. Ja, Roland, Kapitän zur See. Bitte? Ja, Roland ist mein Name. Und der Familienname? April. Also wie der Monat? Ja, wie der Monat, genau. Okay. Ich schaue erstmal rein. So, was war denn das? Ein Hickser? Ja, ist einfach so. So, okay. Ich komme gerade also von der Nachtschicht nach Hause. Nee, ist kein Problem, Herr April. Bloß die Kollegin hat das jetzt, wie gesagt, schon abgespeichert. Müssen wir natürlich nochmal neu angeben. Ja, kommen wir nicht drum rum. Was denn? Naja, ganz normal. Ich melde Sie nochmal an auf Roland April. Weil die Kollegin hat es schon bereits abgespeichert. Ist kein Zugriff mehr drauf. Oh, da ist da irgendwas schiefgelaufen. Naja, ist ja jetzt nicht schlimm, das holen wir jetzt nochmal schnell nach. Das kriegen wir doch beide auch, das fällt gewuppt hier beide. Sagen Sie mir mal eine Telefonnummer mit Vorwahl. Ja, das ist 0171. Ja. 89. Ja. 404. Was, 404? Ja, und dann die 81. Wir haben die ganze Nacht durchgesoffen auf dem Schiff, Alter. Das ist einfach so. Du heiliger Strohsack, sagen Sie mir noch die Straße, Herr April. Ja, das ist ja. Also hier, das ist, wenn man an die Anlegestelle kommt, ist das 7. Schiff von hinten. Ja, aber Sie müssen ja eine Adresse haben, oder? Also hier ist von mir ist zu Hause. So, ja, na klar. Ja, das ist die Süderstraße. Süderstraße, ja. Ja, 111. 100 was? 111. 111. Ja, ist einfach so. Ja, ist ja okay. Süderstraße 111, da sind wir Husum, ja? Ja, natürlich. Ich brauche hier einen Hafen, Alter, für meine Plünderung. Alles gut. Und geboren sind Sie am? Ja, in Husum. Ich wohne immer noch in derselben Stadt, in der ich gezeugt, geboren und aufgezogen wurde. Ja, das ist einfach sagen Sie mir so. Aber trotzdem mal das Geburtsdatum. Ja, klar. Das ist der 8. Mai. 8. Mai? 76.
76. Ach ja, Jemine. Was so, denn? Okay. Naja, ich sage ja, weil sie immer hixen. Ja, das ist der beste Rum im ganzen Auenland. Das ist einfach so. Naja, es mag ja alles sein, aber ich muss jetzt mal fragen. Aber Sie verstehen alles gut, ja? Ja, wir können auch hablo español, señora. Wir können auch auf Spanisch weiterreden. Okay, gut. Oh, also, Spanisch bin ich leider nicht gewaffnet. Ja. Paruski. Hatte ich mal, aber sehr lange her. Tut mir leid. Ach, harasho. Das ist auch nicht schlimm. Da ist nicht mehr viel hängen geblieben. Das ist schon zu lange her. Also ich könnte mich jetzt ja noch mit Französisch probieren, aber meine Französischkenntnisse sind außerhalb von einem Bordell nicht zu gebrauchen. Und das will ich einer Dame natürlich nicht zumuten, dieses Vokabular. Ja, und nochmal hier, Hicks, das war sein letzter Satz. Ja, das ist einfach so. Und dann ging er unter mit der Wampe voran in die Hochsee. Das ist einfach ja, so. Ja, wir müssen trotzdem mal nochmal vergleichen, weil die Telefonnummer war jetzt so ein bisschen verschieden. Also die hatten jetzt 0171. An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand. Helfen Sie mir mal nochmal auf die Sprünge bei ihr. Nein, was willst du über die Planke springen? Also, du bist doch gar nicht verurteilt, das geht nicht. Nein, Planke springen auch nicht, aber ich hätte gerne nochmal die Telefonnummer. Ich glaube, wir nehmen jetzt einfach die von zu Hause, sonst komme ich da durcheinander. Echt? Okay. Ja, es ist... Warte. Ja, ich muss gerade mal schauen. Ja, kurz. Also, das ist. Ich bin auch am Schwenken, ey, das ist einfach so. Naja, das liegt ja daran, wenn sie zu viel getrunken haben. Nee, ich hab ja noch Restblut im Alkohol. Ich habe ja noch gar nicht angefangen. Ach so, Restblut im Alkohol. Ja, das ist einfach so. Alkohol im Blut. So, also, was war das jetzt? 0? 4841. Ja. 94? Ja. 1783. 1783. So, tragen wir es mal mit ein. Ja. Kein Problem. Ja? Denn Sie hatten ja den Rubbelspaß genutzt der Sonne. Ja, ich habe den Rubbelspaß richtig genossen, ey. Das ist die größte Freude diese Woche gewesen. So, und damit sind Sie nämlich ja offiziell im Rennen. Das heißt, Herr April, wir können und werden also an der Stelle auf jeden Fall schriftlich informieren. Dazu wünschen wir natürlich auf jeden Fall all unseren Kunden, aber eben auch mal bei Ihnen ganz viel Glück, dass es am Ende klappt, nach Husum. Das ist super lieb von Ihnen, da möchte ich mich herzlich bedanken. Nicht dafür, und die Kollegin hatte Ihnen einfach nur mitgeteilt, dass Sie heute einfach mehr Glück hatten als andere Kunden. Ja. Denn nur 180 Kunden kommen ja in den Genuss, sich speziell mit uns den Geldbeutel aufzufüllen. Das machen wir Piraten ja jeden Tag, ey. Das ist einfach so. Schön. Und zwar diese 180 starten mit dem 21. September für kurze 13 Wochen. Und genau in den kurzen 13 Wochen... Wo geht die Reise denn hin? Ja, die geht zum Deutschen Lotto 6 aus 49, weil das ist auch die Basis unserer Gemeinschaft, die dies Jahr daran teilnehmen darf. Und zwar zu gesonderten Konditionen, weil der Kunde selbst genießt ja nicht nur einen Tipp in der Ziehung, sondern Sie erhalten in jeder Mittwochs- und Samstagsziehung offiziell 119 Tippkästchen. Was kriege ich? Ein Klammeräffchen? Nee. Herr April, wissen Sie, ich glaube, wir müssen das Gespräch tatsächlich unterbrechen. Wissen Sie auch, warum kommt die königliche Marine schon wieder hinterher? Die gehen mir so auf den Sack. Alter, ist einfach so. Immer wenn wir auf Raubzug gehen, Alter, da kommen die hinterher. Wir wollen doch einfach nur in Frieden plündern. Hm. Wie viele Matrosen bringt ihr denn mit zur Kaperfahrt? Mit wem sprechen Sie denn gerade? Ja, mit dir, Kapitän Mary. Das ist einfach so. Hm. Wie gut, viele also Jungs hast du denn ranbekommen für die nächste? Hm. Also wir können hier vertraulich sprechen, weil der Quartiermeister ist nicht dabei bei mir, weiß ja nicht, wie es da drüben aussieht, aber ich würde sagen, wir verarschen die Mannschaft wieder und geben viel weniger von der Beute raus als normalerweise, weil das letzte Mal hat sich das echt gelohnt. Also sprechen Sie jetzt mit mir oder mit jemand anderem? Ja, natürlich. Okay, naja, ich bin ja weder ein Kapitän, noch bin ich ein Plünderer. Ich bin ein ganz normaler Mensch mit Haut, Haaren, Händen, Füßen. Ja, ich doch auch, aber es ist doch keine Schande, ein Pirat zu sein. Das ist eine Lebenseinstellung. Ich habe ja auch gar nicht gesagt.
Ja, das ist doch Ihre freie Entscheidung. Ja, natürlich. Das ist, naja, ich habe ja, in, es ist ja, ich hatte ja die Wahl, entweder in den Knast oder mit Kaperbrief seiner Majestät die französischen Kriegsschiffe plündern. Und ich habe mich halt entschieden, dass es Zeit wird, dass wir Onkel Napoleon mal ein bisschen auf den Hintern hauen. Ne? Und jetzt bin ich Freibeuter. Ne? Aber wir nehmen auch mal eine spanische Handelsgaleere mit, wenn wir die zu fassen kriegen. Mhm. Das ist einfach. Ja, das mag alles sein, aber jetzt muss ich Sie mal fragen, ich hab 17. Wie kommt sie denn zu uns? Ja, ich brauche die Koordinaten, dann kann ich vorbeikommen. Alter, ich habe 17 spanische Golddublonen und ein Sextant aus Silber hier liegen. Das will ich bereit zu tauschen. Und Sie haben unsere Zeitung liegen, ja? Sie haben eine Zeitschrift liegen, die aktuelle. Ja, das ist einfach so. Ich brauche ja immer neue Landkarten. Mhm. Und darum ist die Frage, wie kommen wir da zusammen? Gar nicht. Weil ich habe weder Landkarten noch andere Sachen. Naja, doch, da stehen doch Ihre Koordinaten drauf, darum bin ich doch durchgekommen. Nein, also Koordinaten stehen überhaupt nicht drauf, sondern hier haben Sie, wie gesagt, lediglich, wie gesagt, die Zeitung, die aktuelle. Ja. Dort gab es eine quasi Beilage, die konnte der Kunde nutzen. Ja, das ist einfach so, das mache ich doch gerade. Ist richtig, aber das hat ja nichts mit Koordinaten oder ich sag mit Plünderungen oder mit irgendwelchen, Sachen zu tun, sondern hier geht es ja darum, dass der Kunde sich anmelden darf. Hier hat er die Möglichkeit, eben die 100.000 Euro im Bar zu erzielen. Die Verlosung ist im nächsten Jahr Januar und dann heißt es natürlich auf gut Glück Daumen drücken, dass es am Ende natürlich klappt. Ja, das ist einfach so. Wie ist denn da das Lösungswort? Wieso das Lösungswort? Sie hatten dort, wie gesagt, lediglich die Möglichkeit, 5 Felder freizurubbeln. Da sollte dann, wenn, ein Symbol dreimal sein. Und wenn dies nicht vorhanden ist, kann man sich nicht anmelden. Naja, das sind ja hier, das sind ja 3 Sonnen. Das ist ja das Glückssymbol der Inka und von Horus auch, ne? Wenn wir mal an die alten Ägypter denken. Bin ich nicht so gewaffnet, bin ich auch nicht dran interessiert, weder so noch so. Jeder hat ja so sein Päckchen. Sie bereichern oder sind in dem Bereich da eher wie. Ja, sagt, ich bereichere mich da. Also ich habe ja im das Prinzip. Können Sie auch gerne machen. Man nennt mich hier am Hafenbecken ja den klapprigen Klabautermann. Das ist einfach so. Den klapprigen Klabautermann, das ist ja ein toller Name. Ja, das ist einfach so. Total. Schön. Super. Gut, okay. Dann würde ich sagen, Sie sind im Rennen. Ich verabschiede mich mit den 100.000 Goldstücke, genau. Das ist einfach so. Naja, ich rede eher von 100.000 Euro. Ja? Ja, da kann ja kein Mensch was mit anfangen. Ich will hier richtige Wertschöpfung, Alter. Das ist einfach so. Dann können wir damit leider nicht dienen. Ja, wow. Da können Sie nur an solchen Ausschreibungen teilnehmen, wo es dann für die Freibeuter, wie gesagt, Chancen gibt. Ja, nee, ja. Man kann das ja eintauschen, aber ist ja, das dauert ja bis Januar noch. Der nächste Piratenmarkt in Husum ist doch im Oktober schon, Alter. Das mag sein, aber da haben wir ja nun nicht die Aktien dran, ja? Nee, mit Aktien, Aktien sind ja auch wieder Sache der königlichen Marine, Alter. Es ist ja hier alles Schwarzmarkt, was wir machen. Dürfen wir Sie natürlich jederzeit widerruflich anrufen, wenn wir interessante Angebote für Tageszeitung oder Zeitschriftenabos haben? Also ich sag mal so, wenn ich von euch einen guten Tipp kriege, Alter, und wir den Kahn entern, dann kriegt ihr auch einen Anteil daran. Aber die Gefangenen, die bleiben bei mir, ne? Wir müssen ja die Verluste auffüllen. Dann machen Sie das mal heute. Ja, ist einfach so. Ich will jetzt auch. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gerade sagen wollte. Ja, ich hab's. Mein Schmied ist beim letzten Kampf leider verstorben. Habt ihr jemanden, der meinen Säbel richten kann? Also ich denke, wir verabschieden uns aus der Leitung, weil wir haben damit nichts zu tun. Und ja, wenn Sie das nicht für ernst nehmen, ist das nicht dramatisch aufgrund der Lage, die Sie gerade mitbringen. Ja, und würde sagen, erstmal ausnüchtern, dann können Sie sich gerne auch nochmal bei uns melden. Ja, das ist einfach so. Wann wollen wir denn aufbrechen? Wir brechen heute gar nicht auf. Sie brechen erstmal ein, weil Sie sich erstmal vielleicht schlafen legen. Na, ja? Ich habe Nachtwache. Ich kann jetzt nicht schlafen. Ich muss ja auf den Ausguck nach oben. Ja, wir haben doch aber jetzt am Tage. Ja, ja deswegen. Ist ja. Vorbei. Ja, da komme ich ja jetzt gerade her. Die nächste Nachtwache kommt ja. Na dann, dann machen Sie mal Ihre Nachtwache und wenn Sie wieder auf halbweg Dampfer sind, können Sie ja gerne bei uns anrufen. Nee, wir haben ja ein Nachtmaster-Segelschiff mit 32 ja. Kanonen auf jeder Seite. Ja, ist doch auch prima. Ja, ja das ist einfach so. Ja, ist doch super. Ich wünsche Ihnen deswegen auch umso mehr, wie ihr sagt, heute einen tollen Tag. Jetzt komm mal. Nicht zu warm werden. So, jetzt komm mal in die Kombüse. Landratte, die Kartoffeln müssen noch geschält werden.
Scheiße. Ey, ich glaube, das war jetzt den ganzen Tag, den Piratenkapitän, dass der die Gewinn-Hotline tyrannisiert.